Hallo, hier ist Elena und es ist quasi der letzte Monat der Reise in 12 Büchern um die Welt angebrochen. Für den Dezember hatte ich mir extra ein Buch ausgesucht, wo es kalt ist und wohin es dann ging, seht ihr gleich. Ja, weil ich dachte, im Dezember wäre es schön, in ein Land literarisch zu reisen, wo Schnee liegt, hatte ich mich entschieden für Russland. Und zwar hatte ich rausgesucht Wladimir Sorokin, Der Schneesturm. Das ist ein, sage ich mal, ganz interessante Mischung an Buch. Am Anfang war ich mir dann doch nicht so sicher, ob es noch das Passende ist, wegen dem Inhalt hier, wo es heißt, es geht um den Doktor Garin, also ich hoffe, er wird Garin ausgesprochen, der muss aufbrechen in die verschiedensten Dörfer, um die Menschen zu impfen gegen eine schreckliche Krankheit, bei der sich die Menschen in Zombies verwandeln. Ich weiß, es hört sich total crazy an. Ich dachte auch so, hä? Ein bisschen crazy, hat mich an diverse andere Sachen erinnert. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, okay, ich nehme das mal an. Es spielt nämlich nicht so eine große Rolle in der Geschichte. Das ist zwar die Mission, die der Doktor hat, aber eigentlich geht es dann um diese Reise, weil es ist ein absoluter Schneesturm, es ist kein Durchkommen. Der Doktor ist quasi gestrandet in einem Ort, in einem Gasthaus und braucht dringend eine Weiterreisemöglichkeit, um zum nächsten Ort ja durchzukommen und die Menschen da sozusagen noch rechtzeitig impfen zu können, dass sie geschützt sind. Das entpuppt sich aber als sehr, sehr schwierig und durch einen Zufall kommt er dann zum Cosma, heißt der. Der hat so eine Art Schneemobil, was gezogen wird von 50, man muss sich das vorstellen, ne, 50 kleinen Mini-Pferdchen. Ich wusste manchmal in dem Buch nicht, okay, was kann ich mir jetzt darunter vorstellen? Ist das jetzt real oder ist das nicht real? Und das ist so eine ganz interessante Mischung halt irgendwie gewesen, weil das sind so mini kleine, mini, mini Pferdchen, die halt auch dann noch jedes dieser Pferdchen hatte so einen ganz besonderen Charakter und war so verbunden mit dem Cosma. Die hatten so eine ganz tolle Beziehung zueinander, was mich irgendwie direkt so gecatcht hat in dem Buch. Das fand ich irgendwie total spannend. Und so geht es ein bisschen weiter. Man begleitet diese beiden, die dann aufbrechen, abends in sozusagen eigentlich, wo es unmöglich ist zu fahren, brechen sie auf, um halt diesen nächsten Ort zu erreichen. Und denen begegnet natürlich jede Menge Widrigkeiten. Sie verlieren die Straße aus den Augen, eine Kufe bricht, sie müssen sich damit Reparaturen irgendwie durchschlagen, kommen noch zum Müller, was der Cosma, man kann den Müller überhaupt nicht leiden und das ist ein Zwergwüchsiger. Der Doktor allgemein, sage ich mal, ist so ein aufbrausendes, hat so ein wirklich sehr aufbrausendes Temperament. Und der Cosma dagegen ist so ein bisschen so der ruhigere und besonnenere Pol bei dieser Irrfahrt. Und diese zwei bilden irgendwie dann so eine ganz spezielle Einheit, um diese Reise weiter anzutreten. Und also ich finde wirklich, ich hatte zwischendurch das Gefühl, es wird immer aberwitziger, aber trotzdem hat das so ein Lesesog irgendwie ausgemacht, weil am Anfang fängt die Geschichte fast so recht altertümlich an. Man denkt an eine Erzählung wie aus dem 19. Jahrhundert vom Dialog, von dem, was gesprochen wird. Und dann kommen halt diese, sage ich mal, fantastischen Elemente dazu mit diesen Mini-Pferdchen, mit abersinnigen Art von Drogen, von eben halt Zwergen oder Riesen und solchen Sachen. Und irgendwie ist das so eine ganz total verrückte Mischung. Und es treibt einen beim Lesen fast immer wie so voran. Also das Buch hat keine Kapitel. Das erlebe ich auch äußerst selten, muss ich gestehen. Ohne Kapitel und genauso atemlos liest man irgendwie diese Irrfahrt, weil man immer denkt, oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter? Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Und ich hatte manchmal natürlich das Gefühl, dass ich dachte, okay, jetzt will ich noch den einen Abschnitt lesen und dann brauche ich eine Pause oder so.
Aber es kommt halt fast nie ein Abschnitt, weil es gibt keine Unterteilung von diesem Text. Und das war wirklich was ganz Besonderes zu lesen. Und bis zum Schluss habe ich immer gehofft, irgendwie ein Stück weit auf ein glückliches Ende. Also es ist jetzt kein nicht Happy End, sagen wir es mal so, aber es ist nicht so das typische Happy End. Ich weiß auch, ich kann das ganz schlecht erklären. Auf jeden Fall war das ein sehr interessantes Buch, was ich so in keiner Form, glaube ich, gelesen habe bisher. Und dieses eigentliche Ziel der Reise von dem Doktor, zu diesem Dorf zu kommen, um unbedingt die Menschen zu impfen, rückt halt angesichts dieser Herausforderung durch die Naturgewalten, durch den Schneesturm, die Pferdchen, die sich da durchkämpfen müssen, das rückt halt immer mehr in den Hintergrund. Und sag ich mal, in der dunklen Nacht und mit dem Schnee und so geht es halt dann mitunter halt natürlich um ganz andere Themen. Also ich fand es extremst interessant zu lesen und es hat mich nach gewissen Startschwierigkeiten wirklich total hineingezogen in die Geschichte, weil es so etwas ganz Besonderes und Eigensinniges war und einem die Charaktere dann doch, also mir sind sie dann doch irgendwie ans Herz gewachsen, dass ich natürlich auch wissen wollte, wie deren Schicksal hier weitergeht. Auf jeden Fall ist es etwas Schneereiches und Kältereiches für den Dezember, auch wenn ich es jetzt nicht im Dezember gelesen habe, ne, bedingt durch meine Verspätung. Aber es war ein wirklich sehr interessantes Buch und der Autor ist wohl einer der zeitgenössischen Autoren in Russland. Von ihm habe ich noch nichts anderes gelesen. Allgemein würde ich sagen, beschränkt sich meine russische Literatur auf Klassiker. Tolstoi zum Beispiel habe ich schon gelesen und ja, ich glaube fast, das war es auch. Also so reich gelesen habe ich da noch nicht. Schreibt mir unbedingt, was ihr an russischen Büchern kennt, ob ihr hier vielleicht von dem Autoren schon etwas gelesen habt und ja, vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Highlight da schon entdeckt. Für mich ist das jetzt der Abschluss quasi meiner Reise. Die 12 Monate sind um. Ein ganz kleines, kurzes Fazit würde ich halt ziehen wollen, so zum Schluss. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, so vielfältig in den verschiedensten Ländern sozusagen reinzulesen, mit gewissen Abstrichen. Das heißt, natürlich waren jetzt Bücher dabei, die mir nicht so großartig gefallen haben und das vielleicht auch bedingt durch meine Auswahl natürlich, also ich gebe da mitunter mir selbst die Schuld und natürlich auferlegt auch vielleicht durch den Zeitrahmen, weil ich ja immer vorhatte, das Buch in einem gewissen Zeitrahmen zu lesen. Ich habe ja nicht alle Bücher jeweils in den Monaten gelesen. Das Buch Juli von Peru habe ich ja nach wie vor nicht beendet. Da hatte ich ja in dem Monat auch Bescheid gesagt, dass ich da so meine Schwierigkeiten mit hatte. Es war ein total spannendes Projekt für mich, aber dieser Zeitdruck, das Buch dann quasi zu dem Monat zu lesen, hat mich schon etwas beeinflusst, muss ich sagen, dass dann manchmal die Motivation nicht gerade da war für dieses Buch und das tut mir dann natürlich immer leid für das jeweilige Buch, dass ich dem halt dann nicht vielleicht die ganze Aufmerksamkeit schenken konnte, die es vielleicht sonst bekommen hätte, hätte ich es willkürlicher ausgewählt. Deswegen ja auch die Verspätung, weil ich dann eine Zeit lang wenig gelesen habe und einfach nicht geschafft habe, Bücher dafür zu beenden. Ich wollte das Projekt aber auf jeden Fall zu Ende machen und habe mich jetzt gefreut, dass ich die letzten Bücher in diesem Jahr lesen konnte, weil es so eine, sag ich mal, reichhaltige und variationsreiche Auswahl auch war und das für mich nochmal meinen Leseblick irgendwie auch total geändert hat und ich dadurch irgendwie ganz viel Interessantes Neues entdeckt habe. Ja, schreibt mir sehr gerne, ob ihr vielleicht ein Lieblingsleseland habt, aus dem ihr vorwiegend Bücher lest. Das würde mich total interessieren und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, mit mir in den 12 Monaten in die verschiedensten Länder zu reisen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dann. Tschüss.